Heute gibt's das Update-Video zu unseren drei Spuckpalmen. Hier nochmal kurz in der Nahaufnahme und es geht los. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Podplanter, eurem Kanal rund um die Pflanze. Und wie gerade schon angesprochen, geht's heute um die drei Babys. Hier nochmal kurz in die Kamera. Ich zeige euch jetzt mal eben, wie die drei ungefähr im letzten Video aussahen. So, und jetzt würde ich fast behaupten, sehen die drei etwas anders aus. Die sind ordentlich gewachsen, wurden auch gut gedüngt, haben ordentlich Licht bekommen. Aber man sieht bei genauerem Hinsehen, dass die Blätter ja nicht unbedingt alle so kräftig grün sind. Und das wird wohl daran liegen, dass hier nicht Dünger fehlt, auch kein Licht fehlt, sondern ganz einfach, dass die sich im Wurzelbereich einfach gegeneinander blockieren. Und ja, da wird dann so eine Art Konkurrenz gegeneinander aufgestellt. Und das bedeutet, die versuchen sich gegenseitig A, den Platz zu nehmen und B, der Konkurrenzkampf um die zugeführten Nährstoffe ist halt gegeben. Und wenn man mal so guckt, die wachsen auch nicht alle gerade, ne? Also die hier, die hat es wohl am schwersten, weil jetzt gerade geht es noch. Aber am Anfang, als die in der Mitte noch ein bisschen größer war, hat die sich versucht, hier die äußere, so nach außen zu schlängeln, um möglichst mehr Licht zu bekommen. So, und davon hat dann, als die beiden sich gegeneinander konkurriert haben, hat die hier außen sich gedacht, ach, wenn die beiden da hinten Palaver machen, wachse ich doch jetzt einfach gerade hoch und versuche mich möglichst breit zu machen. Ja, und dann hat die geschafft, deswegen ist auch die mittlerweile die größte. Und ja, da sieht man nochmal ganz genau, was es bedeutet, wenn man mehrere Pflanzen in einem kleinen Raum pflanzt und ja, wie sich dann die Pflanzen untereinander konkurrieren und wie andere Pflanzen das dann versuchen auszunutzen und ihren Platz für sich quasi in Anspruch zu nehmen. Und deswegen wird es jetzt auf jeden Fall allerhöchste Eisenbahn, die drei Babys umzupflanzen. Und da habe ich mir natürlich was überlegt und genau das stelle ich euch jetzt vor. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Wir haben hier jetzt insgesamt diesen Behälter und noch zwei andere Behälter. So können wir die jetzt alle separieren. Und ich hatte ja in dem letzten Video gefragt, was wünscht ihr euch hier wieder für ein Projekt? Ihr habt gesagt, oder die Mehrzahl von euch hat sich gewünscht, einen Versuch zu starten, in dem wir mit ganz, ganz wenig Dünger klarkommen. Viel Dünger und einmal in einer optimalen Düngerlösung. Und ja, so können wir dann genau sehen, was passiert hier mit den drei Pflänzchen, wenn wir die einmal ja so gut wie gar nicht düngen, einmal wenn wir so optimal düngen und einmal wenn wir so komplett eskaliert wegdüngen. Und ja, das Ganze habe ich dann erfragt hier in dem letzten Video und auf meinem Instagram-Kanal. Und ja, die Mehrheit war halt eigentlich dafür, dass wir genau dieses Projekt machen. Und das machen wir jetzt. Übrigens, wer noch nicht auf meinem Instagram-Kanal war, da kommen jeden Tag bzw. alle zwei, drei Tage ja, neue Bilder und viel in der Story, wo ich dann auch nochmal so ein bisschen erzähle. Könnt ihr ja gerne mal reinklicken, pod-planter. Und ja, jetzt nicht lange schnacken hier, wir fangen jetzt direkt an. So, dafür müssen wir die jetzt erstmal rausholen. Mal schauen, ob wir hier schon Wurzeln sehen. So, ich fange schon an, hier habe ich schon Wasser drin. Genau, so sieht das Ganze jetzt hier unten aus. Seht das, oder? Ein paar Würzelchen sind da auf jeden Fall zu erkennen. Ja. Und das versuchen wir jetzt mal irgendwie hier rauszufummeln. Ein bisschen drücken ist meistens immer ganz gut. Jetzt halte ich das Ganze mal so. Ja. So, das war die ganz außen, die und die. Ja, wurzeltechnisch. Ich würde sagen, wurzeltechnisch sind die relativ identisch. Guck mal eben. Ja, hier. Hier. Das war die älteste Pflanze. Und hier. Ja, sieht man, ne? Also, das sind die drei. Okay,
Okay, ich glaube, ich habe genug gezeigt. Die lasse ich jetzt einfach mal hier an die Seite. Die packe ich jetzt einfach mal hier an die Seite. So, und die packen wir jetzt auch direkt wieder rein. Also ich würde sagen, da könnte jetzt auch direkt dabei sein. Einfach hier so rein. Ne, wenn man sich das mal anguckt, also wurzeltechnisch, also wir haben jetzt ungefähr so viel Wurzel. So, wenn wir jetzt hier den Behälter nehmen, da kommt man schnell auf die Idee, das könnte doch zu eng sein. Und genauso ist das auch. Also wenn wir jetzt hier drei Stück drin haben, im Gegensatz zu einer, dann sieht das schon wesentlich besser aus. Dann können sich die Wurzeln auch wieder ordentlich ihren Weg suchen und sich entfalten, ohne dass da irgendeine andere Pflanze da ist, die jetzt da irgendwie in Konkurrenz steht. Okay. So, unser gelber Eimer mit unserem mineralischen Substrat ist wieder bereit und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Umtopfen. Ich werde jetzt bei dieser Pflanze hier die erste unser mineralisches Substrat nehmen, denn warum sollen wir das verkommen lassen, ne? Einfach unten rein. Da muss man auch gar nicht so sensibel mit umgehen. Einfach nehmen und rein. So. Und das Schöne ist, wir haben hier gleich keine Erde an den Fingern. Wir haben hier gleich keine Erde unter den Fingernägeln. Und ich finde das immer super. Und es ist halt auch total easy, ne? Okay, das war Nummer 1. Das Einzige, was jetzt ist, ist ein bisschen was an den Fingern. Dann macht man einfach so und fertig. So, noch ein bisschen shaken, wie wir es ja in den anderen Videos auch immer mal gesehen haben. Und jetzt greife ich hier rüber und fülle den Rest einfach so ein bisschen auf. Zack. Und da haben wir die erste schon mal umgetopft. Hier machen wir den Deckel wieder drauf. Zack, Nummer 1 ist fertig. Jetzt nehmen wir die Nummer 2, die kommt nicht da rein, sondern... Achso, kann ich euch mal eben zeigen. Es gibt zwar schon ein Video auf diesem Kanal, aber das sind ja so ganz günstige Pflanzentöpfe aus dem Internet. Ich habe jetzt da mal wieder welche nachbestellen können. Die gab es ja letztes Mal schon nicht mehr. Und hier, ne, funktioniert ganz einfach. Zwei Teile, da hängt dann noch so ein Faden von dem 3D-Drucker dran. Unten halt diese Ablauflöcher. Genau. Und hier ist dann die Schale, wo im Prinzip unser Wasser sich drin befindet, also unser Wasserreservoir. Das kommt dann einfach hier drauf, fertig. So, jetzt machen wir weiter mit dieser hier. Einfach wieder rein. Die kann man auch ruhig ein bisschen tiefer pflanzen, das ist egal. Zeige ich euch mal eben kurz. Die habe ich nämlich auch letztes Mal tiefer gepflanzt. Und ja, die hat ja so einen Knick. Und wenn man sich das hier mal anguckt, die bildet einfach am Blattstiel, bildet die einfach neue Wurzeln, ne? Ganz oben hier. Boop. Ne, da kommen dann einfach neue Wurzeln. Das heißt, wir können die ruhig ein bisschen tiefer setzen. Dann ja, haben wir nicht irgendwann so einen langen Stiel und da oben fangen dann erst die Blätter an, sondern dann haben wir die relativ tief. Okay, fangen wir jetzt hier wieder auch an. Mineralisches Substrat rein da. Oh, das ist gut, dass man hier mit dem Untersetzer hier ruhig auch mal ein bisschen rabiater rangehen kann. Ansonsten, wenn jetzt, bevor ich YouTube gemacht habe, habe ich das Ganze meistens in meinem Garten gemacht und da war es dann auch shit egal. Aber so im Wohnzimmer, da will man doch schon ein bisschen aufpassen. Aber ich sag mal, sobald die Temperaturen draußen wieder besser sind, werde ich auch viele Sachen einfach draußen im Garten durchführen. Dann sind wir jetzt nicht mehr allzu oft hier im Wohnzimmer, wobei ich das hier eigentlich auch ganz gemütlich finde. Okay. So, das sieht auch gut aus. So, ne, so sieht das Ganze dann aus. Schick, oder? Ich finde es schick. So, das kommt jetzt hier rein. So drauf. Passt. Ist nur so ein Pfitze. So, und hier, damit die Wurzeln jetzt nicht komplett hier ausgezüttelt werden von dem trockenen Substrat, gieße ich hier einfach schon mal ein bisschen Wasser rein. Nur ein bisschen, das reicht schon. Weil ich will ja gleich nochmal hingehen und, so wie eben gesagt, unsere Pflanzen entsprechend düngen. Ne? Und dann müssen wir sie noch kennzeichnen. Und dann kriegt eine, wie gesagt, volle Suppe. Und eine kriegt halt eine optimale Düngung. Und die andere halt so gut wie gar keine Düngung. Bin ich mal gespannt, wie sich dann die Pflanzen ja in den nächsten Wochen so verhalten.
Ich hoffe, ihr auch. Ihr wolltet das ja. Ich hab ja die Abstimmung gemacht. Also Leute, sind wir alle gespannt. Okay, das sieht auch gut aus. Ja, wenn die jetzt so ein bisschen so auf halb acht hängt, ist das jetzt auch nicht ganz so tragisch, weil die werden bekommen Licht von oben, nicht von der Seite. Das heißt, die wird sich automatisch auch wieder aufrichten. Aber mineralisches Substrat, ich zeige euch nochmal was Cooles. Ich drücke die jetzt, ne, so steht sie jetzt. Ich drücke sie jetzt so lang. So. Wenn ich jetzt loslassen würde, wird die wieder zurück schnell. Zack. Ne? So, wenn ich jetzt so mache und die jetzt angieße, sollte die einigermaßen so stehen bleiben. Zack. Ne? Ist das cool? Weil sobald wir das mineralische Substrat angießen, ja, entsteht da so eine Kapillarwirkung, die dazu führt, dass ja, die Steine, die kleinen Steinchen, die sich hier drin befinden, miteinander verbinden und so das Ganze relativ fest wird. Ne? Und deswegen haben wir jetzt hier nicht mehr so den Bananenbaum. Okay, ja, haben wir jetzt auf jeden Fall fertig gemacht. Ich mache jetzt mal kurz sauber und melde mich gleich wieder mit der ganzen Geschichte und wie wir jetzt weiter vorgehen. So, da haben wir das Ganze jetzt auch fertig. Ich möchte euch jetzt einmal kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich jetzt hier die drei Pflänzchen. Und die haben natürlich auch Namen gekriegt, damit wir hinterher auch wissen, wer welche ist. Und genau, da zeige ich euch jetzt einmal. Also ich stelle euch einmal kurz vor. Ronny Rakete sieht so aus. Ist von allen die größte. Ich habe jetzt auch mal die Zentimeteranzahl da drauf geschrieben. Denn die ist jetzt nicht bis oben, bis zum Ende der Blattspitze, sondern nur der Trieb. Die höchste Stelle vom Trieb ist ungefähr hier. Die ist genau 3,5 cm hoch. Deswegen ja, ist das jetzt eine der größeren von den beiden, von den dreien. Aber macht ja nichts. Ne? Ronny Rakete wird auf jeden Fall volle Kanolle Dünger kriegen. Volle Kanolle Licht, also alles bleibt gleich, bis auf die Düngergabe. Und dann sind wir mal gespannt, wie sich Ronny Rakete dann entsprechend ja, im Wachstum zeigen wird. So, dann kommen wir zu dem zweiten Kandidaten. Das ist der Opti Otto. Opti Otto ist genau 3 cm groß, steht ein bisschen schief, macht aber nichts. Opti Otto wird natürlich optimal gedüngt, deshalb auch der Name. Und dann sind wir mal gespannt. Wie gesagt, heute am 21. März 2021 ist Opti Otto 3 cm groß. Und ja, sind wir mal gespannt. Genau, und jetzt kommen wir hier zu dem letzten Kandidaten. Das ist unser Körperklaus. Auch 3 cm groß. Und sind wir mal gespannt, was der macht. Körperklaus wird leider Gottes mit ganz, ganz, ganz wenig Dünger nur gegossen. Und ja, der wird wahrscheinlich ja, eher so ein Körperklaus werden. Ne? Deswegen. Okay, schauen wir uns auf jeden Fall an, wie ich jetzt die Pflanzen gießen werde mit den Düngern. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zeigen. Auf dem Kanal gibt es ja schon ein ja, relativ umfangreiches Video zum Thema Düngung. Verlinke ich euch dann auch mal unten in die Box. Und ansonsten werden wir uns in den nächsten Wochen mit den drei Pflänzchen wiedersehen. Wenn ihr diese Folge dann entsprechend nicht verpassen wollt, wie immer, gerne ein Abo dalassen und das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr diese bzw. nächste Folge auch nicht verpassen.